herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Ja, wir sind in der Woche vom 22. bis 28. Juni 2020. Und wir verwenden folgende Karten von Colette Baron-Reed. Finde deinen wahren Weg. Das sind die Karten für die allgemeinen Energien der Woche, die du für dich nutzbar machen kannst. Wir haben die Tageskarten, die natürlich wieder variabel sind, mit dem normalen Rider-Waite-Tarot. Wir haben die Tarot Familia von Lisa Parker für die Klärung zu den einzelnen Energien und Tageskarten. Und wir haben als Orakelkarte auch von Colette Baron-Reed die Weisheitskarten der Seele. So ein bisschen als Orientierungshilfe. Neuerungen gibt's. Ich habe einen neuen Shop auf meiner Webseite. Wenn ihr www.ella-tarosko.de anwählt, könnt ihr da die Kartendecks, wenn ihr wollt, bestellen. Ihr könnt aber auch persönliche Legungen buchen über den Shop. Ihr könnt das natürlich auch über die Preisliste machen, wie ihr wollt. Am einfachsten ist es halt über den Shop. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann geht das alles sehr automatisch und schnell, wenn es eilig ist und wenn ihr es eilig habt. Das nur mal so zwischendurch. Ich versuche ja immer, das so möglichst einfach für euch alle zu machen, damit ihr dann auch schnell zu euren Legungen oder zu euren Informationen kommt. So, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bei deinem Sternzeichen viel Freude für die Woche. Ich hoffe, es geht alles gut, es wird alles schön und wir sehen uns. Bis gleich. Herzlich willkommen, lieber Stier, zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 22. bis 28. Juni 2020. Wir sind bei der allgemeinen Legung für diese Woche. Denk dran, es ist eine allgemeine Legung, nicht eine persönliche Legung auf deine Situation. Wir schauen, was möglich ist, was machbar ist, welche Energien da sind, die du nutzen kannst, wenn sie dir begegnen, und du entscheidest, was davon du für dich ganz persönlich nutzt. So. Wir gucken als erstes, welche Energien kommen von außen? Was bringen die Mitmenschen dir entgegen in dieser Woche? Und ja, ganz wichtig, das beinhaltet nicht nur Familie, Freunde und nahestehende Leute, sondern eben auch Fremde. Ja? Das kann im Job sein, das kann überall dir begegnen. Und wir haben die 6 des Wassers, 6 der Kelche, die Vergangenheit. Das könnte bedeuten, dass Menschen Erlebnisse, Ideen, ich denke mal, dass Menschen Ideen und Erinnerungen mitbringen oder dass du eben alte Bekannte wieder triffst, was ja auch sehr schön und sehr nett sein kann, unerwartet vielleicht. Oder dass man in Nostalgie so ein bisschen schwelgt, von früher erzählt und so. Wir schauen mal, wie das zu deiner Energie passt, wie du dich siehst in dieser Woche, was du dir wünschst. Was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und wie die Woche für dich dann ausgeht. So, mein lieber Stier, ich gucke mal eben, ob das gut sichtbar ist. Ja, und ganz wichtig, wir gucken natürlich auch nach den Wochentagen. Und wie immer bei den Wochentagen kann das bei jedem anders liegen, vom Tag her. Deswegen halte dich bitte nicht damit auf, nach den Tagen zu schauen, welcher Tag das nun ist. Wenn es dir begegnet und du hast das vorher geschaut, dann wirst du es wissen. Ja? Und wir wollen natürlich wissen auch, wie du auf andere in dieser Woche zugehst, was deine Energie nach außen ist. Und es ist die Königin der Schwerter. Du machst dir und anderen nichts vor. Du bist da ganz gerade heraus. Das muss nicht schlecht sein. Warum nicht? Du bist ein geselliges Sternzeichen und du sagst vielleicht offen deine Meinung mit einem gewissen Fünkchen Charme. Sehr schön. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. Das kann, wie gesagt, vom Wochentag her anders liegen bei dir. Das ist nicht schlimm. Bei der Allgemeinlegung wird das nicht bei jedem am gleichen Tag stattfinden. So, und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, schauen wir uns natürlich an, was wir letzte Woche hatten. Da hatten wir von außen den Eremiten und bei dir die 9 der Schwerter. Du hast dir um einiges vielleicht unnötig und wahrscheinlich unnötig Sorgen gemacht. Und andere haben sich vielleicht so ein bisschen verkrümelt, zurückgezogen, waren mit sich selbst beschäftigt. Wir hatten bei dir die 3 der Kelche, Geselligkeit mit dem König der Schwerter und den 10 der Stäbe.
dass du vielleicht auch versucht hast, Dinge ja loszuwerden, dich von Dingen zu trennen, die dich eben belasten oder eben einfach lästig sind. Das können alte Verträge sein, das kann Hausrat sein, irgendwas in der Richtung. Da hast du klar Schiff gemacht. Dein Wunsch war die 10 der Münzen, Sicherheit und Stabilität. Wichtig, das beinhaltet nicht immer nur Geld und so, das beinhaltet auch, dass man sich in der Beziehung zueinander oder im Job, dass man da einen sicheren Posten hat. 10 der Münzen als Wunsch. Wir haben die Liebenden und den Teufel. Und der Teufel ist ja die Übertreibung, die Obsession. Dass man zu sehr an etwas hängt, dass man zu sehr vielleicht erwartet, dass es einem gehört, ja. Und das kann bedeuten, dass du da ein bisschen locker lassen solltest, wenn der Teufel sich zeigt. In Hoffnung und Ängste hat man die 10 der Kelche, also alles mit Familie, mit Freunden, mit Kollegen, mit Job, alles wunderbar. Der Neuanfang mit den 2 der Stäbe. Das heißt, du standest letzte Woche so vor einer Entscheidung, in welche Richtung tendiere ich denn? Aber du warst mit Liebe dabei, das ist doch schon mal gut. Dann hatten wir in, das waren jetzt Hoffnung und Ängste, nicht, gut für dich. 8 der Schwerter, über Dinge nachdenken. Königin der Schwerter, sich über einiges klar werden, das bist du wohl, du hast heute die Außenenergie der Königin der Schwerter. Und die 5 der Schwerter. Nun, einen Konflikt zu haben, muss nicht heißen, dass das schlecht ist. Etwas zu klären, dafür zu sorgen, dass die Dinge angesprochen und aus der Welt geschafft werden und dadurch natürlich vielleicht auch einen Streit verursachen, kann wie ein reinigendes Gewitter sein. Ja, dass du nicht der Freund oder die Freundin davon bist zu streiten, okay, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden und manchmal macht dich auch etwas vielleicht wütend. Und deswegen lag es auf der Position gut für dich. Nicht gut war der König der Kelche, der klein beigibt, der des lieben Friedens willen immer sich so ein bisschen unterdrücken lässt. Und da hat man den Herrscher und den König der Stäbe. Und das sind möglicherweise auch Personen gewesen, die dich unterdrücken oder die dich dazu verleiten, klein beizugeben, nur um keinen Streit zu haben. Der Herrscher kann auch dein Boss sein, durchaus. Oder deine Chefin, das muss nicht immer nur ein Mann sein. König der Stäbe kann dessen Sternzeichen, dessen Intention sein. Es muss nicht das Sternzeichen sein, dass man eben richtig Feuer unterm Hintern kriegt, wenn man irgendwas sagt, was dem Boss nicht gefällt, ja. Kann ja auch jemand sein, der ein Temperament hat, was so ein bisschen durchgeht mit ihm. Und das ist natürlich nicht gut und da fühlt man sich auch nicht toll. Ausgang war die Königin der Stäbe, sich kümmern um Leidenschaft und Dinge, die einem wichtig sind. 10 der Schwerter, Ballast abwerfen, aber auch mentalen Ballast, Sorgen, Nöte. Ja, wir hatten ja bei dir die 9 der Schwerter als Außenenergie. Da versuchst du das Ganze auszutarieren oder hast das versucht letzte Woche. Wir hatten den Teufel direkt am Montag mit den 8 der Münzen und den 3 der Kelche. Zu gesellig unter Kollegen vielleicht. Da muss man aufpassen, ne? Oder vielleicht ist ja auch ein Kollege zu zutraulich geworden oder etwas in der Richtung, ja? Oder es gibt eine, ich sag mal, man hat mehrere Kollegen und einer ja, versucht die anderen auf seine Seite zu ziehen, sowas wie Mobbing oder so. Sowas geht auch. Das kann alles sein. Da muss man natürlich aufpassen. Und da kann ich natürlich verstehen, wenn du gegebenenfalls dazwischen haust und sagst, jetzt ist hier aber Schluss. Und dann ist dieser Streit, den wir da haben mit den 8 der Schwertern, natürlich vorhersehbar. Ass der Münzen, 4 der Kelche und 7 der Schwerter am Dienstag. Da haben wir, naja, auch so ein bisschen Unzufriedenheit, die man nicht zeigen will. Man will nach vorne, man will vielleicht seinen Job nicht gefährden oder seinen Arbeitsplatz. Ja. Dann hatten wir am Mittwoch die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit, 8 der Stäbe und 4 der Stäbe. Haus, Heim, Kommunikation. Ja, man hat einige Verpflichtungen, die man aufrechterhalten will. Man klärt das für sich und vielleicht mit seinen Lieben oder wie das im Job ist, wie man das unterkriegen kann. Dann hatten wir die Transformation mit dem Page der Münzen und den 2 der Kelche. Kleine Schritte in Richtung sich auf Augenhöhe begegnen, ja, dass man eben keine Sorge hat, wie geht's zu Hause und wenn ich jetzt mal den Mund aufmache, mich äußere zu irgendwelchen Dingen, dass ich gleich Angst um meinen Job haben muss zum Beispiel.
Wir haben Freitag 3 der Kelche, auch wieder die Geselligkeit mit dem Ritter der Münzen und den 10 der Kelche. Geduld und Liebe bei der Sache. Ja, oder vielleicht auch, dass man erstmal lieber beobachtet und schaut, wie sich die Dinge entwickeln mit dem Ritter der Münzen. Auch wenn man tief empfindet oder wenn man vielleicht auch in Bezug auf Freundschaften, Kollegen oder wie auch immer sehr involviert ist. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie weit das geht, also bei dem Einzelnen dann. Samstag hat man Königin der Kelche, dass du dich um dich kümmerst, um dein Wohlbefinden. Auch natürlich das deiner Lieben oder vielleicht magst du dich bekümmern lassen. 6 der Kelche, Ritter der Stäbe, Fokussierung auf Vergangenes. Man kann ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt eine Partnerschaft hat und schon ewig lange zusammen ist, zum Beispiel mit der Königin der Kelche, sich um den Jahrestag kümmern, um den ums Hochzeitsdatum oder so. Oder man kann gemeinsam Dinge feiern, die man erreicht hat. Ja? Sonntag hatten wir den Neubeginn mit der Welt, 3 der Schwerter und die Kraft. Ja, der Neuanfang ist nicht immer leicht. Und du als Stier bist ja auch ein Erdzeichen und magst Veränderungen so gar nicht. Aber das Leben an sich verändert sich andauernd. Und das ist die einzige Konstante, die wir im Leben haben, die Veränderung. Und das tut manchmal weh, aber es gibt uns die Kraft, den neuen Dingen zu begegnen. Dadurch machen wir ja Erfahrungen. Wenn wir immer an einem Punkt stehen bleiben würden, dann würden wir uns gar nicht weiterentwickeln. Dann wäre es auch öde und langweilig. Wir hatten die Orakelkarte Tic-Tac, Zeitlosigkeit und die Dinge annehmen. Also so, wie sich die Dinge entwickeln, auch annehmen und erstmal beobachten. Ich glaube, in Merkur rückläufig ist das ein ziemlich guter Ratschlag. Das Krafttier der Koi, es ist immer genug vorhanden. Sieh das, was du schon hast. Ja. Erschaffe weiter Wertvolles für dich und sei ein bisschen demütig und dankbar dafür, dass du so viel Schönes schon an deiner Seite hast. Ja. Sei es jetzt der Job, das Geld, die Partnerschaft, die Freundschaften, die Familie. Also, wir hatten auch ein bisschen Wertschätzung. Jetzt haben wir die Vergangenheit, also 6 der Kelche von außen, Königin der Schwerter. Sich und anderen nichts vormachen. Okay, vielleicht klären Dinge aus der Vergangenheit, mit Leuten aus der Vergangenheit zusammenkommen, gute Gespräche führen, wie auch immer. Wir schauen mal, wie du dich siehst in dieser Woche. Der Stern, Heilung, Wassermannkarte, bedeutet auch natürlich, dass du Dinge erreichen willst, dass du nach den Sternen greifst, aber auch, dass du hoffentlich gut zu dir bist. Ja, und dass du dich auch ja, wertschätzt erstmal selber, damit du die Wertschätzung auch anderen entgegenbringen kannst. Dein Wunsch ist die 5 der Kelche. 5 der Kelche ist jetzt nicht der Wunsch, dass du traurig sein willst über etwas. Du möchtest etwas, was dich traurig gemacht hat, überwinden. 5 der Kelche sind ja die 5 Kelche. 3 sind umgefallen, 2 stehen. 2 sind dazu da, sie wieder neu zu füllen, vielleicht auch neue Kelche hinzuzufügen. Das ist jetzt so dein Wunsch. Das, was vielleicht unschön war, zum Beispiel in der vergangenen Woche, so langsam wieder aufzubauen, schön zu machen, da ist die Heilung. Hoffnung und Ängste haben wir die Sonne. Die Sonne ist natürlich Optimismus, Strahlkraft, auch Vitalkraft, körperlich fit sein, die Dinge angehen können, Power haben, ja, und eben auch von dem, was man tut, überzeugt sein. Sehr schön, ist auch Feuerenergie übrigens. Gut für dich. 5 des Feuers. Du bist bereit, den Kampf anzunehmen. Das ist so diese Ellenbogenmentalität, die man auch im Job so hat. Und dass du dich dem gewappnet fühlst, dass du sagst, ich steige in den Ring, ich zeige, was ich kann. Ja? Nicht gut für dich ist die 6 des Feuers. Das heißt nicht, dass du keinen Erfolg hast. Das heißt, dass du in dieser Woche noch nicht da bist, wo du hin willst. Sowas braucht ja auch Zeit. Sowas braucht Zeit. Ne? Und sich durchzusetzen braucht auch Zeit. Aber mit deiner Erdenergie wirst du das schaffen. Wir haben die Königin der Schwerter. Du bist in der Lage, dich durchzusetzen. Und der Ausgang ist die 2 der Kelche, sich auf Augenhöhe begegnen. Und wenn es vorher irgendwas gab, wo du dich so ein bisschen zurückgestellt, zurückgesetzt gefühlt hast, dann wird das in dieser Woche aus der Welt geschafft. Am Montag haben wir den Erfolg. Das ist die Karte, die jetzt noch nicht ganz wirkt. Ja,
Das ist möglicherweise noch nicht so weit. Du hast vielleicht das Gefühl, die Dinge gehen in Richtung Sieg. Da bist du ja auch, da bist du ja auch nicht ganz falsch, aber es ist noch nicht der endgültige Punkt des Gewinns oder des Sieges. Dienstag haben wir die vier der Stäbe. Da gab es etwas in der vergangenen Woche, wo du dann nicht so ganz glücklich warst. Vielleicht hast du dir Sorgen um jemanden gemacht. Vielleicht ist was passiert. Vielleicht war irgendwas. Und jetzt baust du das langsam aber sicher wieder auf. Der Erfolg kommt zu dir, aber es braucht noch ein bisschen. Du hast Erfolg mit der Heilung, dass das vorangeht. Das denke ich schon. Mittwoch haben wir die Zusammenarbeit. Das funktioniert. Mit Strahlkraft, vielleicht auch Feuerenergie um dich herum, mit den Lieben in deinem Kreis, mit der Heilung. Wir haben am Freitag, nein, das ist der Donnerstag, den Mond. Sensitivität, sensibel sein, aber auch seine Ellenbogen benutzen, sich nichts gefallen lassen, ja, auch und gerade im Job. Jetzt haben wir den Freitag, der Turm. Ja, wir haben den Turm unter diesen sechs des Feuers. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass du nicht erfolgreich bist, nur dass du vielleicht nur einen kleinen Sieg davon trägst, aber das große Ganze ist noch nicht gewonnen. Du hast eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Sieg. Den Krieg. So, da ist so ein bisschen Wettbewerb, ne? Das spornt dich natürlich an. Da bist du ein bisschen, naja, da kannst du auch mal die nicht so schöne Seite zeigen. Okay, Samstag haben wir den gehängten Perspektivewechsel. Gucken, wie sehen das andere? Wie gehen andere damit um? Wegfällt hier vielleicht auch im Nachhinein dann dieser Wettbewerb, ja? Wir gucken mal. Da haben wir die sieben der Münzen. Du wartest ab, wie sich die Dinge entwickeln. Das ist auch etwas Gutes, gerade im Bereich Merkur rückläufig, dass man nicht zu vorschnell handelt. Was wir jetzt hier gar nicht haben, ist das aus der Vergangenheit. Also ich denke mal, das könnte sehr überraschend kommen. Wir schauen mal, was der Stern besagt. Die Heilung. Zwei der Kelche. Sehr schön. Und der Mond. Ja. Du kommst dir mit jemandem wieder näher, vielleicht mit jemandem, um den du dich gesorgt hast. Ja, kann ein Kollege sein, kann auch jemand in deinem Umfeld sein, wo du dann sensibel wirst. Fünf der Kelche, sechs der Stäbe, nochmal. Knabe der Stäbe. Ich denke, dass die Dinge sich entwickeln und Richtung Erfolg gehen, aber es ist, wie gesagt, nur ein Teilerfolg. Ich will das nicht niederreden, aber ich habe den Eindruck, diese sechs der Stäbe, der richtige Erfolg kommt noch. Ne? Aber du darfst dich selbstverständlich auch über kleine positive Schritte freuen, ganz klar, dass das heilt, dass das in Ordnung kommt. Die Sonne, neun der Münzen, schon viel erreicht und König der Münzen, deine Energie. Du bist in deinem Element, lieber Stier. Und da fühlst du dich auch wohl und da kannst du dann auch mit Strahlkraft gerne weitermachen. Fünf des Feuers, sechs der Schwerter. Du bist entspannt, was den Wettbewerb betrifft, aber du bist auch zurückhaltend. Du bist also nicht die Person, von der das ausgeht, aber du weißt dich zu wehren und das ist gut. Sechs des Feuers, vier der Schwerter und die sieben der Münzen. Das ist diese Karte auch. Du überlegst dir. Vielleicht ist das auch die Strategie, wo du hin willst, ja, dass der Erfolg vorausgeplant wird, aber noch nicht in dieser Woche stattfindet. So empfinde ich das. Zwei der Kelche, acht der Schwerter und der Ritter der Stäbe. Du freust dich darüber, dass du jemandem ja auf Augenhöhe begegnen kannst. Vielleicht ist das jemand, der selber auch Probleme hat oder mit dir sein Vertrauen, ihr Vertrauen schenkt, um zu klären. Das freut dich, das sieht man auch. Und mit der Königin der Schwerter bist du auch ein guter Ratgeber. Ja? Es kann auch sein, dass von außen die Energie jemand ist, den du schon lange kennst. Wir haben sechs der Stäbe, zehn der Schwerter und die sieben der Schwerter. Das Schlimmste ist überwunden. Du hast den schlimmsten Punkt überwunden, der Dinge, die ja, den Erfolg vielleicht behindert haben, aber es ist halt etwas, was nicht so nach außen dringt, etwas, was so ein bisschen im Verborgenen passiert, ja, etwas, was ja in dir vielleicht auch passiert hier, ne? Und dann
brauchst du vielleicht in Haus und Heim so ein bisschen diesen sicheren Hafen. Wir haben das Rad des Schicksals und wir haben die Acht der Kelche. Du gehst da neue Wege. Du überlegst dir eine neue Strategie. Und ich glaube, dass das die Strategie ist, die dich dann letztendlich zu einem späteren Zeitpunkt zu dem letztendlichen Erfolg führen wird. Drei der Münzen, Ass der Kelche und der Hierophant. Da ist eine sehr enge, innige Verbindung. Und mit dieser Verbindung kannst du natürlich auch Dinge erreichen. Da bist du froh, da bist du glücklich, da fühlst du dich wohl. Das kann natürlich auch dein Job sein, dass du sagst, ich habe so nette Kollegen, Vorgesetzte, wie auch immer, ich fühle mich richtig wohl, ich kann was erreichen. Das kann auch eine Institution sein, der Hierophant hier, ne? Und mit dem Mond Sensitivität, mit der Vergangenheit, Sechs der Kelche, Königin der Stäbe, vielleicht ein Feuerzeichen aus der Vergangenheit. Der Mond, ja, Schattenseiten. Vielleicht erinnerst du dich an Dinge aus der Vergangenheit, auch an die Schattenseiten, was du vermeiden willst, damit sich Dinge nicht wiederholen. Wäre möglich. Was fällt denn weg mit dem Turm? Da ist der Ritter der Münzen und da ist die Stärke. Du machst Platz für Neues. Und es kann sein, dass du in dieser Woche ein bisschen ungeduldig wirst. Ganz untypisch, aber es könnte sein. Weil der Ritter der Münzen, da, das ist zwar deine Energie und das ist auch der Erfolgsgarant, aber vielleicht dauert dir das einfach alles zu lang. Und dann musst du dich auf deine Stärke besinnen. Da brauchst du vielleicht auch so ein bisschen diese Ellenbogenmentalität. Der Gehängte, 10 der Münzen und 3 der Stäbe. Du willst lernen, wie du dahin kommst, wo du hin willst, so 10 der Münzen. Ja, da ist so ein bisschen beobachten, hatten wir letzte Woche auch, so ein bisschen mehr beobachten als selber tätig werden, so den richtigen Zeitpunkt abwarten, ja. Und das haben wir hier nochmal mit den 7 der Münzen, König der Schwerter und Ritter der Schwerter. Könnte ein Ratgeber sein, wie gesagt, auch dein Boss vielleicht. Und du wartest auf den Moment, wo das Gespräch vielleicht geführt wird zum Gehaltserhöhung, zur Beförderung, zur Veränderung. Ja, könnte sein, dass du darauf wartest und das könnte unvorhergesehen schnell kommen. Und was haben wir hier? Unverhoffte Gäste. Okay. Könnte sein, dass du unverhofft Besuch aus der Vergangenheit bekommst. Interessant, interessant. Schauen wir mal. Die Karte bedeutet, wenn du das Unerwartete erwartest, bist du für Wunder bereit. Also du musst dich auf Dinge einstellen, die dir nicht so ganz geheuer sind. Nämlich Veränderungen, Dinge, die schnell eintreten, die plötzlich kommen, dann eben zu reagieren. Das ist nicht ganz dein Metier, aber vielleicht ist das ein wichtiger Hinweis für diese Woche, um etwas erfolgreich abzuschließen. Ich lese mal vor. Ob überraschende Ereignisse, unverhoffte Wendungen oder Paradigmenwechsel, sei auf das Unerwartete gefasst. Wie ausgefeilt deine Pläne auch sein mögen und wie klar der Weg auch vor dir zu liegen scheint, es gibt Zeiten, in denen der beste Plan von unvorhergesehenen Umständen aus den Angeln gehoben wird. Zunächst scheint ein Umweg lästig zu sein, aber eine überraschende Wende der Ereignisse signalisiert dir, dass das Abenteuer des Lebens interessant zu werden beginnt. Niemand kann Synchronizitäten steuern oder sein Schicksal planen, außer dem göttlichen Prinzip, das um das weiß, was du jetzt noch nicht verstehen kannst. Das Leben ist voller Überraschungen, also halte dich stets bereit und genieße die aufregenden neuen Abenteuer, auf die du nicht ge gefasst warst. Deine Reise folgt einem Plan, der mit deinen eigenen Vorstellungen nicht übereinstimmen muss. Ja, wir haben Merkur rückläufig, ja. Und damit kann es unerwartete Wendungen geben, Verzögerungen, Dinge, die passieren, ja. Und ich denke mal, dass da einiges los ist bei dir und dir das wirklich nicht ganz geheuer ist. Aber besinne dich auf deine Stärke, auf deine Gelassenheit und deine Zurückhaltung. Ich glaube, das ist das Beste, was du tun kannst. Und wenn du diese Legung gesehen hast, weißt du ja, dass Unverhofftes passieren kann. Ich habe für dich eine Lenormand-Karte gezogen. Es sind zwei rausgekommen.
um mal zu schauen, was so mit Merkur rückläufig für dich da jetzt so passiert. Und wir haben die neuen, die Tulpen, das sind die Blumen, das, was unverhofft Gutes passiert, ja, dass da irgendwelche Dinge, schöne Dinge passieren, die dich aber total vielleicht auf dem falschen Fuß erwischen. Und dann haben wir hier die Vögel. Und die Vögel ist Gerede, ist Tratschen, ist Lästern. Ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, dass du dich möglichst aus solchen Sachen raushältst, wie über andere schlecht sprechen. Das ist so mein Eindruck. Ja, und vielleicht wird ja auch über dich gesprochen, auch über die Dinge, die dir so passieren. Du weißt, deine Ellenbogen zu nutzen und vielleicht nimmst du ja sogar Partei für jemanden, über den gelästert wird. Wäre jetzt eine, weil du bist ja mit der Königin der Schwerter für Wahrheit und Klarheit. Und wenn dir das gegen den Strich geht, was die anderen sagen, dann wirst du das auch äußern. Ich denke mal, dass da so einige Wendungen passieren, ziemlich schnell vielleicht auch, und dass du davon ganz schön überrascht sein wirst. Naja, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so, wenn du so ein bisschen weißt. Und es kommen halt ein paar Sachen vielleicht aus der Vergangenheit auf dich zu oder haben eben mit der Vergangenheit zu tun. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, du erzählst mir dann so ein bisschen, wie deine Geschichte war in dieser Woche. Das klingt sehr spannend. Und wenn du magst, dann gern ein Däumchen hoch, wenn es hilfreich war. Ich würde mich auf jeden Fall freuen zu hören, wie das bei dir gewirkt hat. Mach das Beste daraus, freu dich auf die Überraschung, sie scheinen schön zu sein. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder. Alles Liebe für dich, bis dann.